Es wird Zeit für eine neue Folge Film News und starten wir mit dem König der Löwen. Und ihr wisst ja, das ist mein absoluter Lieblingsfilm und das hat sich in den letzten 24 Jahren auch nicht geändert. Als in der Nacht vom Donnerstag zu Freitag der vergangenen Woche bei uns, was in den USA zeitlich perfekt Thanksgiving abdeckte, der Trailer erschien, wurde er weltweit in den ersten 24 Stunden 224,6 Millionen Mal geklickt, was ihn zum zweiterfolgreichsten Filmtrailer der ersten 24 Stunden nach Avengers Infinity War machte. Für viele bedeutete der Trailer Gänsehaut und bis auf die Tatsache, dass Rafiki eine Wurzel statt eine Frucht zerbricht, gibt es kaum Änderungen im Vergleich zur 1994er Zeichentrickversion. Daher taucht bei vielen Fans entweder die Freude oder aber die Sorge auf, dass die neue Version vom Lion King keine eigenen Ideen haben, sondern lediglich eine Kopie sein wird. Laut Variety ist aber eine erste Neuerung in Form einer neuen Figur bereits durchgesickert. So sollen nämlich ein Rüsselspringer, gern auch als Elefantenmaus bezeichnet, Teil der Handlung wären, wobei man noch nicht weiß, wie groß die Rolle des maximal 10 cm großen Tierchens dabei ausfallen wird. Wie seht ihr das denn? Wollt ihr eine exakte Kopie des Zeichentrickfilms, wobei ich echt nicht weiß, wie eine Tierpyramide aussehen sollte in dem neuen Look, während Simba uns vorsingt, dass er bald König sein will, oder wollt ihr einen Film mit eigenen Ideen? Wechseln wir rüber zu jemandem, der mich angeschrieben hat und den ich gerne an dieser Stelle supporten und ermutigen möchte, seine Filmliebe weiter auszubauen. Hierbei geht es um den Kanal Trailer Rap, der aktuell zwar erst ein Video hochgeladen, aber einen, wie ich finde, sehr coolen Ansatz hat. Auf dem Kanal wird zu Filmtrailern gerappt und deren Handlung dabei verarbeitet, was ich persönlich einen sehr coolen und kreativen Gedanken finde, aber seht einfach selbst. Aus New York kam gestern ein Magie-Zoologe an, der aus einer Psychiatrie wohl wegrang. Irgend so ein exzentrischer junger Mann, mit dem das ganze Drama dann begann. Vor mir ein Muggel, der mir auflauerte, dem ich dann einfach sein Gedächtnis wegzauberte. In der ganzen Stadt hinterlassen sie jetzt ihre Spuren, entflohen aus seinem Koffer so magische Kreaturen. Und als er sie sah, seine Augenlider erstarrt, ein Tier, das aussieht, als hätte sich Mrs. Puff mit Bagheera gepaart. Den Link zu seinem Kanal, falls ihr das ganze Video sehen wollt, findet ihr natürlich wie immer in der Infobox und er freut sich sicherlich über euer Feedback. Ab heute gibt es auf YouTube die neue Star Wars Serie Star Wars Galaxy of Adventures zu sehen. Hierbei werden in kurzen Episoden die uns bisher bekannten Geschichten aus den Filmen präsentiert und sollen vor allem einem jungen Publikum die bisherigen Abenteuer von Luke Skywalker, Han Solo und Co. näher bringen. Dabei soll die Serie auch Eltern animieren, sie zusammen mit ihren Kindern anzuschauen. Kleiner Wermutstropfen hierzulande. Vorerst werden die ersten 6 Episoden auf Englisch veröffentlicht. Ob es auch eine deutsche Version geben wird, ist aktuell nicht bekannt. Im Dezember sollen dann weitere Episoden folgen. Wechseln wir rüber zu Netflix und seinen zahllosen neuen Ankündigungen. Beginnen wir aber mit einer Absetzung, die viele Fans der Marvel-Serien traurig stimmen dürfte, denn Daredevil wurde abgesetzt und endet mit der aktuellen 3. Staffel, womit es nach Iron Fist und Luke Cage die 3. Serie ist aus dem Marvel-Universum, der Stecker gezogen wird. Kommen wir nun zu den Neuankündigungen. Offiziell wurde nun bestätigt, dass To All the Boys I Loved Before 2 kommen wird. Kein Wunder, so ist der erste Teil der bisher meistgeklickteste Film auf dem Streamingportal und die Fortsetzung wird Teil eines Paramount-Deals mit Netflix, dem noch exklusive weitere Filme folgen sollen. Mit der Serie Criminal wird Netflix etwas Ungewöhnliches wiederum wagen. 12 Episoden werden in 4 Ländern in den jeweiligen Sprachen, aber ausschließlich in einem Verhörraum spielen, in dem wir Polizisten und Täter erleben. Mal sehen, wie dieses Experiment ankommen wird. Spielen wird die Serie in Frankreich, Großbritannien, Spanien und auch Deutschland. Während die Sherlock-Autoren weiter an einer neuen Dracula-Serie für Netflix arbeiten, hat man sich die Rechte an 16 Roald Dahl-Geschichten gesichert und so sollen bekannte Stoffe wie Matilda, Charlie und die Schokoladenfabrik, Big Friendly Giant und viele mehr eigene animierte Serien erhalten. Und auch für klassische Krimi-Fans gibt es Interessantes, denn Netflix wird eine neue Serie rund um Henning Mankels Kommissar Kurt Wallander machen. Nur wird es ein Prequel über die Zeit, als er Mitte 20 ist und die Serie wird Young Wallander heißen. Und hier wie immer weitere Kurzfilm-News im Überblick. Angeblich steckt Disney gerade mitten in Verhandlungen mit Tom Hanks, damit er in der Neuauflage von Pinocchio den Handwerker Geppetto spielt. Was haltet ihr denn von dieser möglichen Besetzung? Das kommende Reboot von Resident Evil soll weniger auf Action setzen und dafür mehr auf den Horrorfaktor, den auch die zugrunde liegenden Spiele tragen. Grund hierfür ist unter anderem die Beteiligung von James Wan an der Produktion.
Und die ersten Kritiken zu Spider-Man: A New Universe sind raus und sie sind fantastisch. Aktuell hat der Film einen Metascore von 83% und eine 100% Wertung auf Rotten Tomatoes. Bei uns startet der Film am 13. Dezember und da bin ich dezent mal gespannt drauf, wie auf den ein oder anderen Blockbuster weiter im Dezember. Zumindest sind wir am Ende dieser Folge Filmnews an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Hoffe, ihr habt die ein oder andere Information mit aufgenommen und sagt, oh, ich fühle mich jetzt besser informiert. Das wäre zumindest schön und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.